Hallo und herzlich willkommen zu Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots von Konami Digital Entertainment. Und damit begrüße ich euch zu einem Spiel, von dem ich die ersten drei Teile gespielt habe und wo ich sagen muss, dass sie mich storytechnisch gesehen unfassbar in ihren Bann gezogen haben. Spielerisch wurden sie leider für mich etwas schwächer. Aber ich kann sagen, dass ich unfassbar viel Spaß mit diesen Spielen hatte. Und Metal Gear Solid 4 habe ich halt noch nie gespielt. Und dann dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf. Wir machen das jetzt mal hier und rocken ein bisschen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Folgen schneiden werde hier zu Beginn. Ich werde aber darauf achten, dass die Cuts vernünftig gesetzt sind, definitiv. Und wir drücken mal Start. Okay, ich möchte dazu noch sagen, ich bin normalerweise ein PC-Spieler und spiele jetzt hier natürlich auf der PlayStation 3. Sprachen aus Deutsch, Untertitel haben wir. Musik ist ein. Ja, in den Ausgaben Deutschland ändern wir nichts. Blut ist auch drin, für euch natürlich. Größe der Symbolanzeige normal, bla bla. Alles müsste eigentlich klar gehen. Fotoalbum. Können wir schon was sehen? Sie haben keine Bilder. Übung mit Waffen. Nein. Neues Spiel. Ja, man sollte schon X drücken. Für Spieler ohne Erfahrung ist ein einfacher Schwierigkeitsgrad. Für Spieler, die es einfach nicht mögen. Für Spieler, die Actionspieler korrupt sind, normal 1 für Europa und Nord. Okay, normale Einstellung für Europa und Nordamerika. Für Spieler, die ihre Grenzen sollen. Okay, wir spielen normal. Solid. Oh, mal ein Knall. Wir haben einen Sack. Bin ich jetzt schon gespannt. Normalerweise kommt jetzt auch ein richtig geiles Intro. Meal. Is your heart good? Filling. Has a nice taste to it. None of today's. Oh yeah. And if he says it's filling, you know it's filling. Believe me, he ain't lying. This guy doesn't Irgendwie eklig. Joke around about his food. Oh no, he is dead serious. And I'm sure it tastes delicious. It certainly smells fantastic. You've got to be good to your body, you know? Loyal to your body. The people you're cooking for. What are you doing? The whole family. Oh, yes. To the whole family. Or if you have a significant other that you want to impress, ladies, are you paying attention? You know what they say about a man's stomach. Well, better yet. Why don't you just put down those papers and pencils and I want you to follow along with us. It looks like it's Voll geil, wie im ganzen im Hintergrund geballert wird. Tasty. Yeah, made it for my wife last night. Oh, and did she love it? She was mad because I hadn't made it for her sooner. She was mad? How could you get mad about food? Women, right? Sure. Well, no, I was just kidding. Susan is a great woman. Love her. Oh, wait a minute. Wait a minute. It looks like, yes, we are now ready for the ceremonial snake cutting. You all know what that means. We need a member of the audience to come on down and test out the chef's new knife. Come on down, Chief. Don't be shy. I don't bite. Alter, wie krank ist das denn bitte? Last chapter. This snake's life. Alter, wie krank war das denn bitte? Surveillance Systems. Gucken wir uns gerade quasi Werbung an. Oder war das quasi Werbung im Spiel gerade? Interessant. Interessant. Start.
In der nicht allzu weit entfernten Zukunft auf einem zermürbenden Schlachtfeld wurde Krieg zum Alltag. Hideo Kojima Game. David Hayter. Patrick Zimmerman and Jennifer Hale. Christina Pucelle and Christopher Randolph. D.B. May Wept and Paul Aiding. Quinton Flynn and Kerry Payton. Kim Mai Guest. Lara Cody. Dave Finroy, James Z and Benny Spice. Lee Merriweather, Phil Lamar. Rihard Doyle. Spaß, geht schon Gänsehaut. Oh ja, der Krieg hat uns verändert. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. Weil die es nicht wissen, das Spiel gibt es nicht mit deutscher Synchro. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. Has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. Oh ja, genau das möchten wir ja nicht. Wir werden das ändern. Hoffe ich zumindest. Wenn ich das richtig sehe, spielen wir den alten Solid Snake. Wer kann aus Teil 1. Musik voll fett. Ich weiß auch nur, dass dieser Teil etwas actionlastiger sein sollte als die der vorigen. Ich bin echt mega gespannt. Old Snake. Okay, ohne kurze Steuerung einmal. Das übliche, rechts. Mit links kann man. Genau, mit den Triggern. Mit den Triggern mit L1 und R1. Na, oben kann man auch meinen Tarn sehen. Ja, war jetzt nicht so schwer. Ja,
Mein Gott, ey. Chopper! Viel Action, viel Blut. So, geht ab. Bam, Raketenwerfer. Uff, du Fresse. Ab mit dir, rüber, rüber. Einfach der Knife Master oder was? Das ist an dem Spiel so geil, wie man immer nur so kurze Szenen spielt und das Spiel quasi nur aus Zwischensequenzen besteht. Gefällt mir persönlich very good. Meine Fresse, ey, hab ich richtig hart gemetzelt. Hit him hard! Was passiert denn jetzt? Wieso gehen die? Brüllen, könnte das so einer von den Metal Gears? Alter Vater. What the hell? Alter Vater. Können wir gar nicht krass springen oder so? Okay, mit der 1-Taste bereit machen, mit der R-Taste feuern. Okay, what the fuck? Alter. Geschossen worden. So. Alter Vater. Jetzt gehe ich, glaube ich, das erstmal direkt schon drauf. Geh nach Norden, heißt es. Go, go. Okay. Chancentechnisch gesehen bin ich noch ein kleiner Nope. Nope. Aber das wird sich im Laufe des Spiels sicher ergeben. Holen wir jetzt auf einmal die Waffe her. Genau, erstmal eine anstecken, so wie ich das gehört. Oh ne. Mm-hmm.
hat, oder was? Die Szene kommt einem ja bekannt vor, wenn man die alten Teile schon mal gespielt hat. Old Snake, Solid Snake. Okay, Laufstampe. Alter, Vater. Sieht das aus wie Quicktime-Events? Okay, go, go. Das ist, wir haben die Beine irgendwie voll mega beweglich sind. Alter, warte. Kein Platz für Hide, um sich zu verstecken. Ja. Kein Platz für Hideo. Gut mit denen, aber. Warte, warte. What the fuck? Das war eine Rauchen oder was? Geil, so ein Tarnanzug. Was, alter Vater? Metal Gear Solid 4. Boah, leck mir am Arsch. War ja gar nicht schon spannend oder so. Und voll viel inzwischen zu kennen, erzählt, wo wir quasi erst in 20 Minuten oder so spielen. 18. Leck mich an die Eier. Fand ich schon geil bis jetzt. Eine Waffe. Nehmen wir uns die? Was macht denn der jetzt? Geil, um das nochmal. Oh, verdammt, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, Kojima einzublenden. Nice one. Das Spiel speichern. Sicher. Wir speichern immer, wenn geht. Das Spiel wird gespeichert. Oh, man fällt einfach nur. Laden. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen in der ersten Folge. Schaltet morgen wieder ein. Nehmt mich am Arsch. Dann wird es auf jeden Fall weitergehen. Fand ich ziemlich fett bis jetzt. Geil. Ich freue mich. Wie gesagt, schaltet ein, wenn es euch weiter interessiert. Definitiv. Haut rein. Egal, ein Schnittchen. Tschüss.